telling me everything I need to see. Implanted inside me. Watch the sparrow fly high up to the sky. Can't you realize we'll be right back.
darkest is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Sehr schön. Zu dritt nebeneinander, IDS rechts runter. Jawohl, atmen, atmen, nicht vergessen. Sehr gut. Ging gut, sehr schön. Wunderbar, schön gemacht. Mako, jetzt auf P3. Ja, jetzt höre ich dich. Hast zwar nichts gesagt, aber... Ich wollte gerade sagen, kannst du Gedanken lesen? Oh, du kommst richtig schön kräftig rüber, den Motorsound hört man richtig gut. Wir müssen noch guten Namen sagen, ne? Aber erstmal danke, Lissy. Schon 9 Monate abonnierst du, ja, Afterwork Motorsport. Echtes Groovy. Ja. Schade, ich habe jetzt nicht so eine Klingel. Hi Knopi, guten Abend. Ach, wir müssen ja noch guten Abend sagen. Erstmal guten Abend bei Afterwork Motorsport Liga 1. Ich hoffe, ihr hört alles gut. Unsere Stimmen, den Rennsound. Ich glaube, bei mir muss ich noch ein bisschen den Rennsound leiser machen. Für mich auf dem Kopfhörer. Ja, natürlich habe ich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, meine Lissy dabei. erstmal Knopi, danke auch für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Ja, Liz, jetzt bist du dran. Ja, von mir auch einen wunderschönen guten Abend. Heute rennen 3 von 8 insgesamt der Afterwork Racing League. Wir sind heute Kyoto Driving Park unterwegs, weiterhin in Japan. Ich glaube, weiß ich gar nicht, 450, 500 Kilometer westlich hat es uns gezogen. Mhm. Ja, Japan ist dies Jahr definitiv unser Land. Also ich glaube, 4 Rennen haben wir, glaube ich, in Japan. Wir haben so einen Spezialisten, ne? Der fährt doch voll auf Japan ab, oder nicht? Ja, Mystic. Mystic, müssen wir nachher mal drauf achten. Vielleicht fährt er die Flagge wieder auf dem Dach. Ja, wenn wir gleich mal drauf blicken. Von mir auch nochmal guten Abend an Knopi. Viel Spaß beim Stream. Wenn irgendwas nicht stimmt, Fury hat das schon gesagt, tontechnisch, ruhig mal reinschreiben, dann wissen wir Bescheid.
Genau, dann und ein bisschen mal Bescheid, ob ich irgendwas leiser oder lauter machen kann. Das sind so 2-3 Sekunden. Und dann können wir das alles regeln. Wie lang ist denn die Scheißerchenstrecke hier? Die Scheißerchenstrecke hier ist 6,846 Kilometer lang. Also doch recht lang. Wir fahren ja die Kombistrecke, Yamagiwa plus Miyabi, Rückwärtsvariante. Ja, ist schon ein bisschen. Dadurch haben wir heute auch nur 26 Runden. Wird ja in der AWL immer so gefahren, dass wir ungefähr eine Stunde Rennzeit haben. Ja, dann finde ich mal wieder die spezielle Einstellung nicht. Am besten lässt du nur Lissy sprechen. Mein lieber Tim. Da wohnst du nicht weit von mir. Da komme ich dir vorbei. Ich kenne nix. Weißt du, das können wir alles im September vor Ort klären. Tango, du bist doch im September mit dabei, oder? Ja? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, 15 Racing hat auf jeden Fall ein Team gestellt. Ja, wollen wir hoffen. Best Position Racing auch übrigens. Wollen wir hoffen. Also, ja, was wollte ich denn überhaupt erzählen? Zwei haben das Rennen abgesagt. Das ist einmal Knopi, der uns auch jetzt hier heute zuschaut. Mhm. Und dann der Luca. Die sind heute leider nicht mit dabei. Und dann hat Kaliber sich so ein bisschen verabschiedet. Wir wollen es auch jetzt hier nicht groß ausbreiten. Ich sage mal, er hat es im Discord-Chat geschrieben. Wir wissen alle, warum. Und jetzt, ja, im Namen des Teams von meiner Seite aus viel, viel Kraft, sage ich mal dazu. Von mir auch alles Gute. Vielleicht sieht man sich mal ab und zu. Wir drücken dir alle die Daumen, sind alle gedanklich bei dir. Richtig, genau. Viel, viel Kraft. Ja, es sollte doch wohl gleich losgehen mit der Quali. Genau, der Chef hat gerade schon geschrieben, eine Minute, dann geht's los. 20 Minuten Quali erwartet uns in der AWL. Ja. Was machst du? Was mache ich? Hört man das alles? Ja. Ach du Scheiße. Hast du den zur Atem wieder festgebunden? Sitz! Ja, hat. Nein, mein Stuhl knarzt schon und man weiß ja, wenn man sich so einen Stuhl kauft, so einen Gaming-Stuhl, die halten höchstens ein halbes Jahr. Okay. Ist einfach so. Wenn du da so Rennen fährst, ja, bewegst du dich da immer und weiß ich nicht was immer. Und ich habe auch eine Decke in diesen Stuhl reingelegt. Es ist nämlich kalt und dieser Stuhl ist aus, naja, okay, nennen wir es Plastikleder. Ist manchmal ganz schön kalt, wenn du dich dann da mal reinsetzt. Ja. So, Mago hat umgeschaltet. So, mal den Timer an. Ja, Knopi feier ich hart, ne? Also bei uns ist es ja auch ein ziemliches Teamtreffen dann im September. Das halbe Team ist auf jeden Fall vor Ort. Oh ja, also das, ja, das wird echt der Hammer. Genau. Ich werde auf jeden Fall kommen. Auf jeden Fall. Auch. Wer sich da schon alles angemeldet hat, ich will, also wen ich auch gerne sehen möchte, ist Sven Runke. Den möchte ich gerne mal so richtig dickfett knuddeln, weil der ist ja auch da. Das habe ich mir gedacht, dass dich das freut. Wir können ja ganz kurz. Da sind so einige. Einwerfen. Was denn einwerfen, Lissy? Was? Genau, für die, die es nicht mitgekriegt haben, es geht um ein ultra cooles Event im September, was wir von Afterwork Motorsport streamen werden, zeitgleich auch als Team antreten werden. Und zwar ist das im Saarland 23. auf den 24. September. 14 Teams treten gegeneinander an und zwar das Besondere, alle sind zusammen in einer Halle. Die Teams sind zusammen in der Halle, die Streamer sind auf der Bühne in der Halle. Live vor Ort und es wird auch besonderen Fahrerwechsel geben, denn alle Teams fahren über einen Account und Fahrerwechsel sind flexibel wählbar. Wer in die Box fährt, wechselt dann halt, dann eben kurz aus dem Sitz aussteigen, den Teammate einsteigen lassen und dann wird der Fahrerwechsel so vonstatten gehen. Das wird ultra spannend und da sind auch von der AWL ziemlich viele, die sich angemeldet haben. Also wie gesagt, 15 Racing, Best Position Racing, weiß ich, die auf jeden Fall dort sein werden. Und wird eine coole Geschichte, so viele Leute dann mal live persönlich kennenzulernen.
Ja, und darauf freue ich mich auch schon dick und fett. Ja. Wir müssen ja noch Tabellchen. Wollen wir gerade die Tabelle mal durchgehen? Wir starten mit der Tabelle. Ja, genau. So, sie, da ist sie schon. Sir Arten. Ja. 14 Points, ne? Das ist ein Wahnsinn, ne? Also ich habe ja vorhin schon gedacht, Sir Arten heute ohne seine Teammates Knopi und Luca auf der Strecke. Mhm. Aber in Rennen 3 muss man ja sagen, da schon so weit vorne zu sein, dass du schon 14 Punkte Abstand zum zweiten hast, das ist ein Brett. Also ich weiß jetzt gar nicht, ich hatte keine Zeit, mir das letzte Rennen anzugucken, konnte ich ja leider kurzfristig nicht. Im ersten Rennen hatte er 13 Sekunden Vorsprung. Heute erhoffe ich mir etwas mehr Spannung auf der Strecke. Ja, ich auch. Was die erste Platzierung angeht, definitiv. Ja, da seht ihr mal die Tabelle. Platz 2 Donitalia. Chazou hat ja im letzten... Schwesterchen? Lissy, bist du das? Bist du gemeint? Ah, wie geil! Hey, Süße! Das ist cool, dass du zuguckst. Sehr geil. Ist der Kurze auch noch wach? Keine Privatgespräche im Stream hier, ja? Nein, Quatsch. Okay. Finde ich toll. Finde ich auch richtig toll. Wo waren wir jetzt? Ja, Chazou. Genau. Hat einen wahnsinnig guten Platz letztens. Der hat sich ja noch einen richtigen Fight geliefert mit Donital. Ja, das war richtig geil. Dann Plattfuß auf 4, Thompson die 5, Mago die 6, Mystic die 7. Wir müssen uns beeilen, die Zeiten rasseln gleich rein. Coach, dann 9, Centauri, Knopi, Luca 10, 11, Barniken auf der 12. Wayne, für mich, Lissy, wirst du mir, glaube ich, ein bisschen zustimmen. Wayne auf Platz 13 bisher. Ja. Ja, ist für uns beide so ein bisschen wunderlich. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Genau, also ich denke, heute stehen die Chancen hoffentlich ganz gut für ihn. Wir erinnern uns, vor 2-3 Saisons war hier, glaube ich, ich weiß gar nicht, sogar das Finale oder das vorletzte Rennen, da ist er ziemlich gut unterwegs gewesen. Ich glaube zwar vorwärts, aber ich drücke ihm ganz doll die Daumen, auch wenn wir natürlich objektiv sein sollen, dass das heute etwas besser aussieht und er sich da aus den Abstiegsplätzen ein bisschen hochkämpfen kann. Wir haben ja letztes Mal oder in der letzten Saison auch immer den Knopi die Daumen gedrückt. Ja. Das ist einfach so. Jetzt ist so Chazou ist so mein Augenmerk, den ich habe. Ja. Chaozu, mega von That's a Way Racing. Ja, ne? Die sind letzte Saison das erste Mal überhaupt erst in der Liga 1 gewesen mit Mac Van Damme, der ja die Saison leider nicht fahren kann. Und Chaozu, muss man auch mal sagen, ein ähnliches Handicap, sage ich jetzt mal, ist nicht böse gemeint, auch etwas höher beeinträchtigt. Also von daher für ihn auch doppelte Herausforderung im Vergleich zu anderen hier die Rennen zu bestreiten. Ne? Also viele brauchen ja definitiv das Gehör, damit sie wissen, wann sie vernünftig schalten. Das muss er alles so irgendwie hinkriegen und das macht er bombastisch. Ne? Freut mich tierisch, dann so gut platziert zu sein, Platz 3, auch wenn er dicht gefolgt ist von Plattfuß und Thompson. Ne? Nur 2 Punkte hinter ihm. Lissy, da sitzt... Ja, bitte? Ich wollte gerade sagen, ich muss ganz kurz den Leon grüßen. Alles klar. Liebe Grüße, mein Schatz. Hab dich lieb. Okay. Ja. Dann grüßen wir noch den Dackel. Den GTRP-Dackel. Namend erstmal. So, die ersten Zeiten sind reingeschneit. Wir haben uns, glaube ich, gerade eben noch kurz, bevor wir hier angefangen zu quatschen haben, im Stream gesagt, eine 2.11 ist drin. Ich glaube, die sehen wir auch. Ja, das denke ich auch. Also Sir Arten, von dem erwarte ich tatsächlich eine Elferzeit. Wayne könnte es vielleicht auch packen mit einer Elferzeit. Da bin ich sehr gespannt. Gucken wir mal auch... Du musst erst lesen. Das ist toll. Ich finde das so toll. Er ist mein Patenkind. Ja? Ja. Ist einfach. Würde ich auch machen. wo waren wir jetzt stehen geblieben? Das ist eine sehr gute Frage. Ist auch egal. Qualität, Elberzeit.
Genau. Und mit den Reifen. Mal gucken, was sie heute machen. Letztes Mal auf Tokio haben sie ja nur die harten Reifen genommen. Heute, ich habe mir mal ein paar Insider-Informationen geholt, wird der Reifen wahrscheinlich hauptsächlich Mittel gefahren. Lassen wir uns... Kann es hier regnen? Nein. Ey, wir beide kriegen nie unser Regenrennen. Aber wir haben definitiv noch Chancen, wenn 7 und 8 können beides Regenrennen sein. Also von daher, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Du, dann machen wir beide hier einen Jubelschrei. Ja. So. Ja, immer dieses So. Gucken wir mal. Ihr müsst jetzt so ein bisschen links gucken, etwas links oben. Da seht ihr die Positionen. Zur Art im Moment auf der 1, Chazou auf der 2, dann Wayne, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ist im Moment auf der 3, dann Centauri die 4, Mystic die 5, Thompson die 6, Mago die 7, Barnecken, und da habe ich ja letztes Mal richtig gelegen, ist ja ehemalig Crank Racing. Ja. So, Plattfuß auf der 9. Donitalia auf der 10, aber es hat immer noch gar nichts zu sagen. Da ist Tango Gesto unterwegs. Aha, er schuckelt ein bisschen. Hat so einen leichten, wie sagt man, Bugs? Bei mir hier, auch. Coach auch so ein bisschen. Und wir sehen ja auch sofort, wenn eine neue Bestzeit reinrasselt, dann sieht man das links unten, wenn jemand seine Zeit verbessert. Und wir freut mich persönlich auch, ne? Aktuell auf Platz 4, sind auch wieder sehr eng zusammen, ne? Mit Wayne auf Platz 3 und Mystic nur 43.000stel und 31.000stel Abstand. Ich bin auch drauf. Der hat ja letzte Woche, so wie ich gehört habe, nicht ganz so viel Glück auf Tokio gehabt. Und Mystic, ja, der hat... weiß ich gar nicht, ob er einen Disconnect hatte oder was da war, steht ja in der Tabelle, hat nicht beenden können. Also drücke ich auf die Daumen, dass sie sich heute... So, jetzt sage ich schon wieder so, Lizzie. Mann, wir setzen uns jetzt mal auf die Motorhaube bei Sir Arten, denn die Strecke ist ja rückwärts und nach der Boxenausfahrt ist erstmal gleich Vorsicht angesagt, damit wir mal so ein bisschen die Strecke sehen. So, jetzt mal so richtig links... Er ist jetzt auf einer schnellen Runde. Da ist der Wayne vor ihm. So, Plattfuß hat eine Bestzeit jetzt für sich auch gemacht. Dieses geht hier ziemlich schnell. Man muss aufpassen, dass es dann hier in diesem Gestänge nicht so weit rausträgt. Ich hoffe, ich kann die Strecke noch so ein bisschen. So, jetzt mal richtig in die Eisen. Dann geht es hier rechts. Hier muss man die Wagen richtig laufen lassen. Nicht so früh aufs Gas, sonst trägst einen raus. Jetzt kommt eine schwierige Passage, die so schwerer ist, als wenn die Strecke anders wäre. Ihr seht es. Jetzt geht es einmal hier richtig rum. Musst du aufpassen, dass du da auch wieder nicht zu früh ins Gas gehst, sonst knallst du da mal richtig in die Mauer rein. So, die Passage ist relativ einfach. Mit dem Gas spielen, ihr seht es, das macht auch Sir Arden. Ihr seht, er spielt richtig mit dem Gas, so dass der Wagen richtig schön in der Kurve bleibt. Die Passage ist auch nicht einfach. Links, rechts. Geht aber relativ schnell. Jetzt geht es hier mal so richtig zweimal Haarnadel. Große Haarnadelkurven. Die könnten es auch so ein bisschen... Ihr seht aber, man hat hier bei der ein bisschen mehr Auslauf. Dann geht es jetzt ein bisschen links und jetzt rechts. Die kann man unheimlich schnell kriegen. Hier muss man auch wieder mit dem Gas spielen. Ihr seht, er gibt kein Gas, lässt den Wagen richtig rumlaufen bis zur Hälfte des Kurve und gibt dann auch wieder richtig Gas. So, das kriegt man hier voll, obwohl es nicht so aussieht. Aber die geht voll. Und das macht er auch, der Sir Arden. Ihr seht es. Ja, hat ein bisschen gespielt. Und jetzt geht es schon wieder auf Start und Ziel zu. Spielt aber auch mit dem Gas, Lissi. Das gibt's ja gar nicht. Das ist schon heftig. So, da habt ihr es mal so ein bisschen gesehen, wie die Strecke so ein bisschen aussieht. Mal gucken, ob er jetzt was gerissen hat.
Nein. Und ich sehe auch, Plattfuß und Donitalia haben sich dann mal vor Shazoo geschoben. Genau, gerade passiert. Plattfuß, ja, jetzt die aktuelle Runde wird nicht ganz so gut. Der ist gerade ein bisschen ins Schlittern geraten. Und wir steuern schon so langsam aufs Ende zu. Also noch 7 Minütchen. Geht recht fix, ne? Wobei wir hier ja tatsächlich immerhin 20 Minuten Quali haben. Viele Ligen sind da ja viel, viel kürzer, was die Quali-Zeit angeht. Und was Lissy und ich noch lernen mussten, es gibt ja noch diese Nachlaufzeit. Die haben, genau. Die haben wir auf Mont Panorama mal so richtig schwer verschwitzt. Das haben wir, haben wir beide uns Bauklötze gestaunt. Wir machten der Centauri noch so eine tolle Zeit. Genau, naja, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Wir haben ja sonst immer extra gehabt und jetzt ist es ja übers Spiel eingestellt. Bei GT7 kann man ja den Rennstart dann selber trotzdem, wenn man das Quali und Rennen zusammen einstellt und startet, das Rennen nochmal abgesehen davon persönlich starten, weil wir hier ja zwischen Quali und Rennen immer 5 Minuten Pause haben. Richtig. Oh, Centauri, ich war mal eben ein bisschen auf Centauri drauf. Der hat mächtig Zeit verloren jetzt in dieser Passage. Und so sieht es... Wir ist gerade auf einer Purple. Gehe ich sofort drauf. Ich wollte nur mal das Cockpit zeigen, des Suzuki, der offen ist. Also dem weht ganz schön der Wind um die Ohren. Wenn er die Zeit jetzt hier mitträgt, dann spült es ihn auch so ein bisschen nach vorne. Und wir gehen mal ganz schnell zu erarten. Ich glaube, ich habe da gerade eine Strafzeit gesehen. Ja, bei Plattfuß. Hammersbald, Nabend, Hammersbald, Feuer Tango an. Ah, hi Hammersbald. Ja, aber ich muss Tim noch was sagen. Also die Bayern gestern haben mir sehr gut gefallen. Die haben das richtig gut gemacht. War ein schönes Spiel. Tango für Hammersbald jetzt ganz kurz nur einwerfen. Aktuell auf Platz 12 von 12 mit einer 2.17.894. Ja, er wird mich so ein bisschen Lügen strafen. Denn eigentlich so komme ich mit den Audi auch sehr gut zurecht. Aber ja. Ich glaube, ja, er hat Freezes. Man sieht es. Ich glaube, er hat Freeze. Das stört natürlich ungemein. Ihr seht, dass er auch ein bisschen ruckelt. Es ruckelt aber bei Ihnen. Ja. Eine richtig, richtig tolle Lackierung. Dadurch, dass ich letzte Woche ja nicht da war, sehe ich die ja heute erst. Gefällt mir. So, Shazoo hat sich wieder auf Platz 3, wir gehen mal hoch, auf Platz 3 gekämpft. Während jetzt die letzten 5... Ja, Maggie. Das ist ein... Ich weiß es gar nicht. Also ich habe bei mir auch, ich sage mal, um das mal kurz anzusprechen, ich habe auch bei mir viele, viele Veränderungen gemacht. Ich bin ja bei Vodavib. und ich habe die MTU zum Beispiel auf 1461 und ich habe diesen DNS auf 4 mal die 1, dann das untere 1001. Und seitdem hat sich das bei mir verbessert. Mal das mal dazu. Ich hoffe, das wird noch gelöst, aber... Oder es bleibt ein lang... Ja, bitte. Sir Arten gerade eine 212024 hingelegt. Also die 11er-Zeit... Da wird langsam dran gekitzelt. Mal gucken. Geht jetzt nochmal in die Box rein. So ungefähr 5 Minuten haben sie ja noch Zeit mit der Nachlaufzeit. Wir gucken mal auf Donitalia. Konzentrieren wir uns jetzt mal auf die letzten Minuten. Oh, eine halbe Sekunde jetzt schneller. Bleiben wir mal kurz bei ihm, denn er steuert schon auf Start und Ziel zu. Warten wir jetzt mal gerade ab. Jetzt geht er hier rum. Sind jetzt auch in sein Cockpit drin. Da seht ihr mal die Geschwindigkeit. Er pusht auch seinen Wagen. Dieses Auto kann man auch richtig gut. Und ihr seht es,
Er ist auf Platz 2. Ah, die hier backen aber viele im Moment. So, Sir Arden nach wie vor auf 1. Barnicken hat seine Zeit verbessert. Donny Thaler jetzt auf der 2. Plattfuß ist die 3. Chazou jetzt wieder auf der 4. Centauri die 5. Wayne ist die 6. Mystic die 7. Coach die 8. Mago die 9. Thompson die 10. Barnicken die 11. Und Tango Goes To. Ihr seht es. Oh, die Lackierung sieht wirklich cool aus. Ja, ne? Also, Chapeau an Sam Bellam. Leider hängt der Stream ja ziemlich. Macht. Also, nee, das liegt. Also, das liegt nicht an mir, denn ich sehe ja, ich habe den Stream nebenbei noch mit mir laufen. Bei mir ist auch alles gut. Ja, das kannst du. Müsstest du. Ach, in Liga 6, alles klar. In Liga 6 hängt der Stream, oder? Ach so. Ja. Also ich sehe, ich habe ja alles im Blick hier. Alles ist auf grün. Alles ist auf Go bei mir. Und ich habe ja noch einen anderen Bildschirm, wo ich den Stream selber sehen kann. Und da alles gut. Wir können ja mal kurz spoilern, was die Punkte heute angeht. 12 Fahrer heute nur, also alle in den Punkten. Glückwunsch da schon mal an das Fahrerfeld. Und ich sehe auch gerade, Thompson ist auch sehr schnell unterwegs im Moment. Ich gehe mal ganz langsam wieder hoch. Gucken wir mal kurz nochmal auf Chazou. Es ist nicht viel, was ihm fehlt, ne? Knapp 2 Zehntel auf Plattfuß. Das ist durchaus noch möglich. Aber ich habe gerade mal so insgesamt durchgeguckt, ne? Es ist ein wahnsinniger Unterschied, was die besten Zeiten angeht, ne? Ab Platz 5 schon über eine Sekunde Abstand zum Erstplatzierten. Und ab Platz 10 2 Sekunden. Ja, zum Ende hin dann fast 4 Sekunden Abstand. Also, das ist doch ein großer Unterschied. So, Wayne. Der hat sich jetzt mal. Wow. Da ist ja unser Wayne wieder. Er hat sich jetzt mal auf Platz 2 katapultiert. Und 51 Sekunden ist noch. Und wer da noch in dieser Zeit im Quali über die Ziellinie geht, darf diese Runde dann noch zu Ende fahren und versuchen noch die Zeit zu verbessern, diese Nachlaufzeit. Ja, Wayne hat das gemacht, ne? Also wie Batman halt, ne? Ja. Mit fortschreitender Dämmerung hat er sich unbemerkt nach vorn geschlichen. Klasse. Freut mich persönlich heute sehr. Der braucht die Punkte auf jeden Fall. Also genau. Wayne und Tango Goes to 15. Beide auf den Abstiegsplätzen aktuell. Wir haben jetzt nur noch 2 Abstiegsplätze bei Kaliber. Wir hatten es anfangs gesagt, aus persönlichen Gründen den Ligabetrieb auf Eis legen musste. So, noch 3, 2, 1 und aus. So, jetzt ist noch die Nachlaufzeit und zur Arten Mindful uns noch die 2.11 zu präsentieren. Wir gucken mal auf Wayne. Der darf auch noch. Ja, da ist irgendwas passiert. Ich guck mal, keine Schäden. Nee. Donny Thaler steht. Chazou ist auch noch mal rüber. Müssen wir jetzt mal genau aufpassen. Sand ist der Erste, der jetzt gleich übers Ziel kommt. Und dann, glaube ich. Bleiben wir mal da. So, da sind wir dann auch. 9, 10, 11. Ja, dann hat sie noch. Ja. Zur Arden, danke, Lissi. Und Mago? Ist Zur Arden schon rüber? Zur Arden ist rüber, Mago auch gerade. Mystic hat leider eine halbe Sekunde Strafe. So, Mago bricht Wayne ab. Ist jetzt noch drauf. Schnell hin. Ah, so, da ist er vorbei. Okay. Gut, wenn ihr jetzt ein bisschen rechts guckt, da seht ihr die Platzierungen der jeweiligen Fahrer. Denn das ist nämlich die Quali-Zeit. Es dauert jetzt noch 5 Minuten. Da unten sind zum Beispiel Lissi und ich. Noch vor kurzem waren wir mit auf der Straße. Aber es hat sich jetzt alles gelegt. Ich hau euch einmal den
Trailer, den Sponsorentrailer. Lissi und ich gehen bestimmt noch eine rauchen, ganz schnell. Mama. Und Marco, ja, also wir hören uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. Danke an die Sponsoren der Afterwork Racing League, ohne die die Liga in dieser Form gar nicht möglich wäre. Ihr vermisst Seat im Spiel? Dann wendet euch an das Seat Autohaus Salzschäger, eurem kompetenten Ansprechpartner rund zur Automarke Seat. Gran Turismo ist schon hot, aber euch fehlt noch die richtige Würze im Spiel? Dann wendet euch an das Gewürzmalwerk von Marc Neuhaus mit seinen handverlesenen, handgemahlenen, exklusiven Gewürzmischungen. Ihr verbringt zu viel Zeit vor Gran Turismo? Dann besänftigt eure Frau und Kinder mit einer Kleinigkeit. Seht mal nach unter www.neophobica.com. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League. Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.de. Only one of me to shield you all from the enemy. So, da sind wir wieder. Jetzt mal wieder den Ton an hier. Lissi ist bestimmt noch rauchen. Nein, die Lissi ist schon da. Ach ja. Und auf in der, ach so, nochmal wegen 23. 24. September. Ja, dann müssen wir den Sir Arden fesseln, ne? Wir haben ihn ja immer nur virtuell gefesselt. Ja, diesmal können wir es wirklich machen. Oh, genau. Können wir da vorher so einen Bondage-Kurs belegen, ja, oder so? Lissi! Naja, aber wegen der richtigen Fesseltechnik. Ach so, okay, machen wir. Wir könnten auch einen, weiß ich nicht, Segelschein machen, da lernt man auch ein paar Knoten. Oh, genau. Also werden wir beide noch mal ein bisschen die Schulbank drücken. Fesseltechnik. Ja. Erstmal vielen Dank für den neuen Follower. Nicht schon wieder der alte Herr. Tim, wie meinst du das denn wieder? Nochmal danke für den neuen Follower. Oh, das Quali. Muss ja noch was ausmachen. Wo ist es denn? Da. Klick. Wir hatten eingangs schon gesagt, die Strecke heute 6,846 Kilometer lang, also eine der längeren Strecken, die wir in Gran Turismo haben, ist eine fiktive Strecke. Wie auch die letzte Strecke. In Kyoto soll sie gelegen sein. Ja. Ja. Und gibt gar nicht so viel dann dazu noch zu sagen, ne? Oder, aber den Park gibt es wirklich. Ja, den Kyoto-Park gibt es wirklich. Ja, den gibt es wirklich. Nur die Rennstrecke ist, wie Lissi schon gesagt hat,
ist frei erfunden. Ja, ich kann ihn ja nur für mich stumm stellen. Ich glaube, das mit Theaten machen wir nicht. Ich glaube, Tim. Tim? Ja, für Tim können wir ja, ja, der Arme. Nix mehr. So, das Rennen ist gestartet. Prost, gute Fahrt. So, jetzt muss ich in den Zuschauermodus. So, jetzt ganz schnell wieder alles anzeigen, aus. Ach ja, oh, das vergesse ich jedes Mal. Das ist ja, so blöd. Es ist nervig. Und gleich kommen die berühmten So, meine Lieblingseinstellung, die jetzt gleich wieder vermissen werde. So, ab geht's, Lissy. Ja. 26 Runden. Und zur Arten, boah, der hat ja mal einen Start hingelegt. So, wir warten mal. Huch, wir wollen nicht zum... Da wollen wir kurz hin. Mal gucken, ob ihn da alles gelingt. Ja, alles ruhig. Alles gut gegangen. Mal kurz kleinen einhaken. So, ich muss leider wieder raus. Und mal wieder zu viel geschaltet. So. Tango auch einen tollen Start hingelegt. Von Platz 12 auf Platz 10 vorgefahren. Coach und Barnecken auf 11 und 12 hinter ihm. Coach einen kleinen Schlenker gehabt. Dadurch geht... Nee, Barnecken bleibt noch hinter. Hat Coach rechtzeitig das Auto wieder gefangen. Sehr gut. So, da... Ihr seht es, das Bild ist jetzt ein bisschen dunkler. Ich kann es gleich nochmal schnell, wenn ihr es möchtet. Mystic. Was ist mit Mystic? Mystic ist gerade ein bisschen abgeflogen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob es eine Berührung gab. Der ist jetzt auf Platz 11 zurückgefallen, hat aber keinen Schaden. Der ist gerade auf den harten Reifen auch unterwegs. Gut. Tango, Chazou, was ist mit Chazou? Auf Platz 7. Chazou hat Schaden, Lissy. Der hat einen Front- und einen linken Aufhängungsschaden. Eieieiei. Das wird ihn jetzt so ein bisschen ärgern. Aber das Rennen ist noch lang. Da kann noch einiges passieren. Ich habe jetzt auch gesehen, Lissy, viele sind mit unterschiedlichen Reifen unterwegs. Ja. Ich gucke gerade mal durch, wer auf den harten Reifen gestartet ist. Ich gehe mal fast davon aus, dass es heute vielleicht kurze Stints geben wird auf den harten Reifen. Bei uns in der AWL ist die Regelung, nur harter Reifen ist Pflichtbereifung. Eine Runde würde reichen, die zu fahren. Drei Fahrer sind mit denen gestartet, und zwar Mystic, Coach und Centauri. Ansonsten ist freie Reifenwahl. Wobei, wie es ja auch eingangs schon mal gesagt hatten, heute wahrscheinlich die Mehrheit auf mittleren Reifen fahren wird. Das liegt daran, dass wir hier in der AWL eine LP-Begrenzung haben von 745 und man dementsprechend ja das Setup ausrichten muss. Bedeutet... So, ja, erzähl weiter, sorry, Lissy. Genau, alles gut. Sorry. Bedeutet, je weicher die Reifenmischung dann ist, die man hauptsächlich fährt, desto mehr Verlust hat man, was die Leistung angeht. Das heißt, weil man ja auf die harten Reifen auch einstellen muss, hat man auf den harten Reifen natürlich mehr Power und weniger Gewicht. Deswegen war letzte Woche auf Tokio, was ja so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke ist, dass die meisten dann wirklich die harten Reifen komplett genutzt haben. Und weiche Reifen hätte man dann halt viel weniger Power. Und bei den mittleren Reifen ist es halt geringerer Verlust, den man dann hat im Vergleich. Ha, besser hätte ich es nicht sagen können. Wirklich. Da geht auch nochmal der Dank an Donny Thalia. Ja, genau. Der uns das ja gesteckt hat. So, zwischenzeitlich ist Mago auch an Centauri vorbeigegangen. Das haben wir im Stream gesehen. Centauri ist ja auf Reifen hart unterwegs und Mago auf Reifen mittel. Tango Gesto auf der 8. Jetzt heißt es, ja, seinen Flow finden. Wie man immer so schön sagt, Barnecken ist im Moment die 9, Coach die 10, der Mystic ist die 11 und... Eieiei, Chazou jetzt auch schon mit einer Strafe. Komm, mein Guter, zieh durch. Der ist auch in der Box schon drin gewesen. Schade, dass er
dann auf mittleren Reifen gestartet ist, wird er sich vielleicht selber jetzt auch ärgern. Wäre dann günstiger gewesen, hätte er den harten Reifen dann gleich hinter sich bringen können. Sir Arten? Wenn man schon so viel Schaden hat. Ja, genau. Da hast du recht. So, Sir Arten wird verfolgt. Nämlich von Donitalia, den Triple X-Fahrern. Donitalia und Plattfuß hier. Da sind wir mal bei den beiden und dann gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Du könntest im Prinzip ja? gut auf die 8 auch gehen. Der Tango arbeitet sich jetzt nämlich auch langsam an Cent. Geht vorbei, weil Cent jetzt in die Box geht. Hat Cent Schaden? Nein. Nein, die harten Reifen. Wie ich es gesagt habe, ich gehe davon aus, dass viele, genau, Coach Mystic gehen auch in die Box rein, haben damit die harten Reifen hinter sich und können sich jetzt nur auf die besseren Mischungen konzentrieren. Richtig. Also nicht so, wie du eben schon richtig erzählt hast, in Tokio. Heute werden wohl die Reifen mittel die Oberhand haben. Das denke ich auch. So, unser Chefchen auf der 6. Ich hätte beinahe Lissy, man kennt uns ja beide im Stream. Der ist schon ganz hibbelig. Ja. Du weißt genau, auf was ich spiele. Ja, ja. Oh Mann, was wir da schon zugepostet. Aber macht er da auch prima Arbeit. Geh mal bitte auf die 5. Ich bin da schon drauf. Perfekt. Ich sehe es. Der Tops nämlich am Wayne dran. Der heute auch einen guten Start hatte, ne? Ja. Wo ist er denn aus dem Quali rausgekommen, der Wayne? Ja, nee, doch. Auf Platz 2, nee, dann hat er nicht so einen guten Start gehabt, Entschuldigung. Jedenfalls ist er jetzt so langsam aber sicher an Wayne dran. Ihr seht es, wir haben uns mal auf die Stoßstange gesetzt. Die Motorhaube ist hier. Wir gucken mal nach hinten, ob hinter ihm was los ist und gucken mal über die Frittentheke. Der Mako ist noch ein bisschen weit weg. Schauen wir wieder nach vorne. Du hättest auf den Plätzen 12, 11, 10 ein schönes Dreierpäckchen. Okay, dann gehen wir doch mal dahin. Mystic Coach, die beiden waren in der Box, um von den harten Reifen auf die mittleren zu wechseln. Chaozu hatte gleich in der ersten Runde den Schaden und musste den dann beheben. Auf mittleren Reifen gestartet und auch jetzt unterwegs. Da sind wir schon bei ihm. Und der holt jetzt auch sehr gut auf. Vorsichtig. Und er braucht nicht hingehen, ne? Aber Runde 4 und Sir Arten schon 2 Sekunden Vorsprung auf Donitalia, ne? Das ist ein Wahnsinn. Das Podium an sich fast 4 Sekunden Vorsprung auf Platz 4. Ich sage mal, das ist eine ganz schöne Menge an Zeit. Ja. Während Chaozu jetzt wieder so ein bisschen am Ende der Strecke wieder ein bisschen Zeit verloren hat auf Coach. Wir gucken mal, was Coach... Ja, Coach hat zu Platz 9 3 Sekunden und Mystic, der jetzt auch auf reinem Mittel ist. Hi, Leon. Ja, Wahnsinn, 4. Runde und jetzt bis auf das... Waren wir gerade sprachlos? Oh, was ist mit Mystic? Ja, genau. Nee, der ist gerade gut rangekommen auch an Chaozu, ne? Nur 1/10 Abstand. Das ist jetzt richtig spannend zwischen den beiden. Ich wollte gerade sagen, ich bin mal so durchgegangen. Relativ große Abstände schon. Also ich gucke zwischendurch, Thompson, der ist im Windschatten an Wayne dran, 5-4. Ich bin gerade jetzt bei der... Da war ein Freeze. Ihr habt es gesehen, Leute. Eieieiei. Mystic hat einen Freeze. Man sieht es. Gleich 2 Sekunden Abstand zu Chaozu. Eieiei, blöd. Alles. Also das ist jetzt... Heute ist wieder besonders viel, finde ich. Und ich bin gerade bei Tango Goes 2, der sich wacker schlägt auf Platz 7.
Genau, also Bombenstart von Platz 12 auf Platz 7 vorgefahren. Der Barnecken hinter ihm von That's the Way Racing, auch Debütant in der Liga 1, wie Chaosu ja auch. Der schafft es immer, sich so ein bisschen in den Windschatten reinzufahren, kommt aber noch nicht nennenswert nah ran, um da jetzt wirklich einen Schlag vollziehen zu können. Und Wayne knabbert ab. Er knabbert, naja, manchmal verliert Wayne ein bisschen gegenüber Plattfuß, aber er knabbert ab. Aber Gutzeit dann gut gemacht, ne? Vorhin hatte ich ja noch gesagt, es waren, ich meine, fast 4 Sekunden Abstand. Also von daher Wahnsinn. Und ich sehe auch bei Plattfuß die Reifen. Ja. Musst du mal drauf gucken. Das ist Wahnsinn, ne? Also ich meine, es wurde so gesagt, ja, 8 Runden wären drin, 8 bis 10 Runden, wobei ab Runde 5 die Reifen schon ordentlich schlapp machen. Ja, ist natürlich auch eine lange Strecke, ne? Und sehr kurvenreich im Mittel, also im, sagen wir mal, im unteren Bereich, wenn ihr mal die Karte da euch anguckt, da ist es ganz schön kurvenreich und da, das drückt natürlich auf die Reifen. Wobei, wenn du dir dann, egal jetzt, nee, Chaosu war auch in der Box, aber hat die Reifen nicht gewechselt, aber Chaosu oder besonders zur Arten, den Reifenverschleiß im Vergleich zu Plattfuß, das ist ein himmelweiter Unterschied. Tja. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Zu Arten? Ja. Ich will jetzt nicht so viel sagen, sonst schäumt das gleich im Stream. Sonst sieht man am Bildschirm Schaum runterlaufen. Also er hat es, also man sieht es wirklich, wie Liz jetzt schon sagt. Das ist eben effizientes Fahren, das er macht. Wirklich effizient. Geh mal auf die 4. Ich bin auf der 4. Wayne geht jetzt an Plattfuß vorbei. Schafft das? Nee, ich glaube Plattfuß bleibt vorne, der kann da besser Geschwindigkeit auf der Geraden rausholen und hat dann die bessere Linie in den Kurveneingang. Aber das war richtig Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? Also, das ist ja jetzt auch noch, ne? So, jetzt geht's mal hier durchs Geschlängel, Lizzie. Und die Kombi Plattfuß-Wayne, meine ich, hatten wir damals auch, als wir dieses Kyoto-Rennen hatten. Zwar umgekehrt, aber... Genau, und da hatte Wayne doch den Sekundenschlaf. Ja, ich wollte es nicht sagen. Doch, wir sagen's. Wir nehmen kein Blatt vorm Mund. Ja, jedenfalls versucht Wayne wirklich dran zu bleiben jetzt. Jetzt heißt es Geduld wahren und vielleicht auch auf den Fehler. Er hat natürlich die frischeren Reifen wie Plattfuß. Wenn ihr mal guckt, links ist fast abgedudelt. Ist natürlich jetzt für Wayne ein Vorteil. Ja. Wir warten da mal die Geruch. Plattfuß auf jeden Fall auch aufpassen, ne? Dass es ihn da nicht irgendwie wegen den Reifen jetzt hier in Schlingern bringt. So, und Wayne ist wieder dran. An Plattfuß. Er kommt natürlich. Jetzt hat natürlich Plattfuß dicht gemacht. Die rechte Seite. So, jetzt geht. Ja, ich habe gedacht, jetzt setzt Wayne an. Versucht er auch so ein bisschen. Ja, das ist Radar gucken. Aber Wayne, der Thompson, nehme ich da. Denn Thompson ist durch den Zweikampf zwischen Plattfuß und Wayne jetzt auch rangekommen. Und Thompson schlägt auch sofort zu. Ist vorbei an Wayne. Da hat er die Chance genutzt. Ja, Thompson auch ein sehr, sehr starker Fahrer, ne? Brauchst nicht hingehen, ich will es nur kurz einwerfen. Platz 12, 11, der Mystic ist jetzt auch wieder 3/10 an Chaosu dran. Wir gehen auch gleich nach den großen Boxenstopps dann auch mal durchs Feld, wer welche Position dann auch bekleidet oder innehat. Ja. Ich bin jetzt auch gerade ganz, ganz hinten wieder und der Mystic klopft jetzt schon mal an Platz 11, an Chaosu, der ja ein famoses Rennen hingelegt hat in Tokio. Ja. Das war schon klasse. Hat auch, ja gut, er hat jetzt Pech gehabt mit dem Schaden, ne? Denn von der Quali ist er auf Platz 5 rausgekommen, was durchaus toll ist. Thompson jetzt
zwei Zehntel an Plattfuß dran. Auch wenn sie Team-Member sind, wissen wir ja, es gibt definitiv nirgendwo hier Stallordern. Richtig. Also muss Plattfuß sich da durchaus warm anziehen, der jetzt fast vorne links schon bald gar keinen Reifen mehr hat. Wir gehen mal gerade hin. Durchaus etwas mehr noch. Ja, Wahnsinn. Und Wayne in Lauerstellung. Genau, ich wollte gerade sagen, der kann sich jetzt geschillt ein bisschen abseits stellen, gucken, was die beiden da so machen. Ich gehe mal ganz nach kurz nach oben, wie die Abstände im Moment sind. Also Donitalia hat schon 7 Sekunden. Und jetzt guckt nochmal Donitalia seine Reifen und Sir Arden. Ein himmelweiter Unterschied. Hat auch jetzt zu Platz 2 der Donitalia schon ganz knappe 6 Sekunden. Mystic bin ich gerade nochmal draufgegangen. Ich weiß nicht, ob er schon wieder einen Freeze hatte. Es ist jetzt wieder über zwei Sekunden hinter. Ja, dann hat er den Freeze. Das ist echt ärgerlich, dass das immer noch nicht in den Griff gekriegt wird. Ne? Das Spannendste ist wirklich Platzierung 3 bis 5 jetzt. Ja, da bin ich auch wieder bei. Wayne war jetzt mal richtig dran. Ja. Aber vor ihm ist ein Audi. Die hauen natürlich ab. Aber ich gucke gerade auch so, abgesehen jetzt von dem Reifenverschleiß, bei dem Wayne definitiv im Vorteil ist, hat Wayne auch mehr Sprit noch. Also von daher kann er auf jeden Fall länger draußen bleiben als Thompson und Plattfuß. Oder könnte er. Könnte er. Und der. Oh, kein Schaden. Sitz! Oh, es hat Sitz gemacht. Und jetzt Mago dran an Wayne, vorbei an Wayne. Das konnte er ausnutzen, den Fehler, den Wayne da gerade hatte. Ich glaube, er hat auch versucht, eine Kollision zu verhindern mit Thompson. Er hat ihn auch leicht touchiert. Ich guck mal, kein Schaden. Und dadurch, er hat das Auto gerettet. Ja, definitiv. Aber jetzt auf Platz 6. Und ist Tango. Ärgerlich. Und ja. Mago, der glückliche Vierte hier, ne? Barnicken, den haben wir noch gar nicht groß im Bild gehabt. Ist... Ja, wow, haben wir jetzt auch ein Dreierpäckchen. Ja, Barnicken, das ist schön. Von TTW, der ist zwischenzeitlich auch immer mit ähnlichem Abstand wie jetzt auch an Tango ran. Konnte das aber noch nicht jetzt zu einer Schlagdistanz umwandeln. Und die Reifen sehen bei fast identisch, ne? Barnecken und Tango. So, da kommt ein Centauri geflogen. Der holt jetzt nämlich auch mal die Zeit so ein bisschen auf zu Barnecken. Damit wir da die auch mal hier im Bild haben. Und man sieht auch, Tango Ghost Who schuckelt ganz schön. Und das macht er dem Fahrer, dem Barnecken, es auch umso schwieriger. Ja. So, ich bin mal bei Coach. Coach jetzt so ein bisschen alleine für sich. Und Mystic holt wieder Zeit auf. Wayne ist in der Zwischenzeit an Mago wieder vorbei. Und Thompson und Plattfuß 4-3 nebeneinander. Thompson setzt sich vorbei an Plattfuß. Also die lutschen die... die lullern die Reifen richtig raus. Ja, ich Plattfuß glaube, hat nichts mehr. Ich glaube, nächstes Mal mache ich den Stream ab 18. Dann können wir nicht mehr reden, wie wir wollen. Ja, oh Gott. Besser ist es, ne? Stell dir das also mal vor. Plattfuß jedenfalls fährt aktuell noch auf 3 Reifen. Es sieht aber fast so aus, als würde er bald dann nur noch auf 2 Reifen. Ja, und ich schätze mal, jetzt geht er auch in der Box. Der muss ja jetzt rein. Ja, macht er. Donitalia geht auch rein, hat auch nur noch 3 Reifen gehabt. So, da, jetzt ist die Boxenzeit, wie du vorhin auch mal gesagt hast. 8. Runde. Da ist es. Na, wie schreibt Leon? Wie nennt dich Leon? Nein, Nadine. Aber er hat das. Ach so. Nein, okay. Ich. Also er hat das nur, das Leerzeichen vergessen. wie alt ist denn Leon, wenn ich mal fragen darf? 10. Okay. Die sind, mein Kurzer und ihr Kurzer sind nur 5 Monate auseinander. Donitalia war in der Box und mischt jetzt hier mal mit. Oh, das...
Barnicken ist da mittendrin auf Platz 5-4. Da kommt Coach, der muss ja noch, hat aber auch gut Reifen gespart, sehe ich gerade. Barnicken 7 müsste jetzt auch nach dieser Runde dann auch reingehen. Ich glaube, das ist auch, ja, ich würde fast sagen, nicht so die Audi-Strecke. Wo ist denn unser Tango Goes 2? Und Tango Goes 2 ist jetzt auf harten Reifen unterwegs. Genau. Macht jetzt seine Session und Plattfuß ist dran, der ja auch in der Box war und ist im Reifenmittel. So, Plattfuß geht vorbei. An Platz 12, an Tango Goes 2. Dann gucken wir mal, wer muss denn... Auf Platz 9 ist Mystic am Chaozu dran, wobei Chaozu jetzt bestimmt auch gleich in die Box geht, wenn ich mir die Reifen so angucke. Mhm. Wir sehen's. Mit den Reifen. Ja. Donny Italia auf der 5, 4 Zehntel hinter Centauri. Donny Italia war in der Box, Centauri noch nicht. Jedenfalls kriegen wir heute mal was geboten, Lissi. Auf jeden Fall, ne? Bis jetzt kriegen wir was geboten. Uns ja versprochen, dass es spannend wird, wobei, wenn ich die Abstände jetzt sehe, Platz 1, 2, Sir Arten Thompson von TTX, beide noch nicht in der Box gewesen, Thompson geht jetzt rein. Ja, Sir Arten hatte eben 23 Sekunden Vorsprung auf Thompson, ne? Und das in der Runde 10, die Hälfte haben wir noch nicht hinter uns. Boah. Also, Centauri macht sich ganz schön fett. Mit seinem Suzuki. Und ja, jetzt, jetzt geht Donny Italia leicht und flockig vorbei. Centauri ja, hat sich ja ein auch, bisschen gewehrt. Aber, genau, wir dürfen ja aber auch nicht vergessen, dass Centauri ja noch weniger Gewicht hat als alle anderen, weil er ja kein Dach dran hat. Ja. Und dann ist ja auch japanisches Audi. Auto. Ja, Auto. Wir haben noch nicht. Wir haben noch gar nicht geguckt, ob Mystic die Japan-Flagge auf dem Dach hat. Nee, hat er nicht. Habe ich geguckt. Ah. Alles klar. So. Schlängern wir durchs Feld. Es ist noch nicht alle Boxenstops durchgezogen. Und hier ist das Feld ein bisschen enger zusammen. Denn Mystic klopft mal so richtig an. An Chazu. Ich glaube, die werden jetzt auch nach dieser Runde alle in die Box reingehen. So, Marco also mischt hier mal mit. Wayne und Sir Arten, nicht hingehen, haben ähnlichen Reifenverschleiß, ähnlichen Sprit noch drin. 26 Sekunden knapp hat Sir Arten Vorsprung auf Platz 2. Mal wieder eine Machtdemonstration. Ja, Wahnsinn. Centauri hat einen Frontschaden und rechte Aufhängung. Habe ich jetzt nicht mitgekriegt, was da passiert ist. Ich auch nicht. Wo hat er sich das denn jetzt eingefangen? Man, gut, dass er in die Box muss. Ja. Ich guck mal auf Coach. Coach ist heile. Marco ist heile. Hm. Wer weiß, ob er in einer Kurve da in die Wand so ein bisschen reingehauen ist. Kann nämlich sein. Genau. Denn es ist nämlich eine Rechte. Ja. Geht jetzt in die Box. Wir gucken mal nach hinten. Wir konnten bisher noch nicht einmal durchs Feld gehen. Aber machen wir gleich mal. Obwohl wir so ganz langsam immer nach hinten gehen. Damit auch alle im Bild sind. Was wir auf jeden Fall schon mal für diese Saison sagen können, ne? Also das ist jetzt das dritte Rennen, was dunkel oder dämmerig gefahren wird. Nächste Woche wird es uns da ähnlich gehen und dann gehen wir für die letzten vier Rennen dann auch mal in den Tag. Ach ja. Alles Nachteulen hier. So, da ist die große Boxenstopp nochmal angesagt. Sir Arten jetzt auch auf Reifenhart unterwegs. Der Wayne, der muss gleich rein. Ich schätze mal, nach dieser Runde wird er auch reingehen. Was dort Tango mit... geht. Tango geht? Ja, der geht jetzt auch in die Box. Der hat auch nur einen kurzen Stint gemacht auf den harten Reifen. Ähnlich wie die anfangs harte Weich... harte Weichen? Harte Reifenfahrer, okay. Mystic Coach Centauri. Okay, okay, okay. Du verstehst mich, oder? Ja, natürlich. Ich verstehe dich immer. Ich sage, mal im Rennsport. Im anderen Leben verstehe ich die Frau nicht, aber hier im Rennsport ja.
Nee, Coach, 3 Sekunden Strafe. Ui, wo hat er sie sich denn wieder geholt? Das wird auf jeden Fall Mystic auf Platz 8 an ihm vorbeibringen, wenn er die abbauen muss, die Strafe. Ich weiß wird gar nicht. Wird ja bei GT7 automatisch gemacht. Wo ist denn hier die. Wo kommt denn die Strafenabbauzone? Weiß ich jetzt. Ich überlege gerade auch. Ich habe es auch gar nicht gesehen. Wir haben die heute hier noch gar nicht gesehen. Nee. Okay, gut. Ich glaube, es sind alle durch. Dann gehen wir mal durchs Feld. Also, Sir Arden hat eine Boxenrunde. Ist auf Platz 1. Der Wayne, der geht noch rein. Der wird dann ein bisschen nach hinten purzeln. Don Italia im Moment die 3. Mago die 4. Thompson die 5 im Moment. Hat ein bisschen den Plattfuß hinten an sich dran. Der auf der 6 ist. Coach ist die 7 mit der 3-Sekunden-Strafe. Mystic, das wird Mystic jetzt erstmal wieder richtig näher bringen. Shazoo auf der 9 im Zweikampf mit seinem Teamkollegen. Wayne geht im Moment in die Box, sehe ich gerade. Barnicken die 10, Centauri die 11. Haben wir so ein bisschen seine Schwierigkeiten gesehen. Und Tango Goes 2 jetzt im Moment auf der 12. Also, ich sehe auch gerade, Coach war noch nicht in der Abbauzone. Ich glaube jetzt, da wird's angezeigt. Genau. Dann ist das auf der Startziel. Genau, ich bin nämlich auch extra drauf geliehen, weil es mich jetzt auch interessiert hat, wo die ist. Genau an der Boxen. Genau an der Box. So, jetzt geht's richtig. Mystic geht vorbei. Chaozu. Nein, das wird nicht. Nee, Chaozu wäre, glaube ich. Der ist zu weit weg gewesen, genau. Aber bringt ihn zumindest jetzt 3 Sekunden ran an ihn, ne? Chaozu muss auf jeden Fall an Cent vorbeigegangen sein. Cent war nämlich eigentlich hinter Coach. Und Barnecken, That's the Way Racing, auch knapp eine Sekunde hinter Centauri. Ich bin auch gerade auf Centauri. So, da ist Barnecken. Dann wollen wir mal gucken, wie die Strategie bei Tango Goes 2 aufgeht. Der, wo ich ganz genau weiß, dass er den Stream mitlaufen lässt und auch ihn laut stellt. Er hat ja mal, glaube ich, also ich nenne ihn mal Tim, der hat ja auch schon mal mitkommentiert in einem Rennen, wo er gefahren ist. War ein Streamer. Ist Rennen gefahren und hat, hat er gemacht. Ja, das kann er. Okay. Multitaskfähig ist dieser Mann. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch Voraussetzung, müsste man jetzt rausfinden, ob die anderen 15 Racing-Fahrer das auch können, weil ich weiß, Carface kann das auch. Mit dem bin ich ja in einer Liga zusammengefahren und er hat die Rennen wirklich immer mitgestreamt und hat nebenbei noch geredet. Ne? Ja, das könnte ich gar nicht. Das haben auch manche noch geschrieben. Ja, alles schon gesehen. Du, unser Chefchen, der dümpelt hier auf der 3 rum, du. Auf dem Podiumsplatz. Wahnsinn, ne? Wayne hat jetzt auch die harten Reifen geholt, als er aus der Box wieder rauskam. Ja, ich guck mal auch jetzt nach unten. Werde ich mich mal auch gucken, wenn wir so ein bisschen durchs Feld gehen. Denn im Moment hat es sich jetzt ein bisschen auseinandergeflattert. Gucken wir mal. Aber wir haben schon die Hälfte des Rennens hinter uns. Wahnsinn. Das ging ja mal richtig flott wieder mal. Und ich freue mich schon aufs nächste Rennen, Lissi. Die Hafenschikane. Kroatien. Ja. Ist aber Rückwärtsvariante, ne? Nächste Woche. Das macht es noch ein bisschen schwieriger. Da die Hafenschikane richtig zu nehmen. Bin ich auch sehr gespannt. Da müssen wir wieder Fischbrötchen schmeißen. Wer da hängen bleibt. Ich teile so ungern Fischbrötchen. Ja, das müssen wir machen. Das ist immer Tradition. Ja, definitiv. Definitiv die Fischbrötchen dann werfen. Ich gehe jetzt wir auch. Wir können ja so Strichliste machen und nachher genau. Abrechnen, wer Fischbrötchen hatte. Und wir ziehen es dann ab. Ja. Bin jetzt mal auch ganz langsam jetzt mal durchs Feld gegangen, denn ich glaube, im Moment sind keine Fahrer eng zusammen. Sehen wir gerade. Nee, ich überlege gerade auch, also Sir Arden, wie da so seine Strategie ist, ne? Ob er den, ich meine, er hat ja einen guten Vorsprung,
ob er den Stint jetzt wirklich komplett auf den harten Reifen fährt. Ja, er kann das ja so ein bisschen kontrollieren, ne? Sag ich mal so, als Führender. Er diktiert das Ganze jetzt. Er diktiert die Zeiten. Während Thompson, was wir noch gar nicht gesagt haben, die schnellste Runde hat in der 12.9.05. Oh ja, jetzt gerade. Aber Centauri, naja, ich bin gerade auf Platz 10. Centauri kommt den Chazuma ein bisschen näher. Dann mal wieder nicht. Dann verliert er wieder ein bisschen. Jetzt gehe ich mal zu Barnecken. Und da ist Tango Goes To. Tim! Ist mit dem Heck ausgebrochen. Da sind wir jetzt mal wieder auf Platz 1. 11 Sekunden hat er Vorsprung. Ich glaube schon, dass er den kompletten Stint geht. Das denke ich auch. Wenn du dir die Zeiten im Vergleich anguckst, ne? Der hat Don Italia 1,5 Sekunden ungefähr, wobei er jetzt auch ähnliche Zeit gerade hatte, wie es zu atmen auf den harten Reifen. Also meine Augen werden langsam größer. Magu auf dem Podiumsplatz. Du darfst es nicht immer so überrascht sagen. So. Wobei das immer cool ist, ne? Wenn du dir anguckst, so jetzt die Zeiten, ne? Ja, da gibt's Fahrer, die definitiv schneller sind, aber bei Magu ist es halt jetzt bitte kein Streamerfluch, die Konstanz dann halt bei richtig, ihm. Richtig, ne? Richtig, richtig. Und das sagen wir beide ja auch immer. Selbst wenn man eine halbe Sekunde langsamer ist, aber eine Konstanz auf der Strecke hat, dann kann man auch gewinnen. Ist so. Mhm. Ist einfach so. Na? Es gibt ja so manche Fahrer, die den Zeiten jagen. Na? Ja. Und man kann ja auch mal, wenn man mal als Zuschauer... Geh auf die 10, bitte. Ich eile hin. Bin schon da. Das ist jetzt gerade... Sah gerade so aus, als würde Coach an Cent vorbeigehen, aber Cent da nochmal ordentlich aufs Gas getreten. Wir können auch kurz hier bleiben mal. Genau. Ja, manche, die machen das dann alles wett durch Konstanz, ne? Richtig. Weil fast jedem Fahrer mal irgendwie ein kleiner Fehler passiert, ne? Es sei denn, du bist ritterlich in Blutes, dann ist das eher selten. Aber ich habe da wirklich schon Fahrer gesehen, die gerade mal, bis zu 150 Hundertstel Unterschied haben pro Runde in ihren Rundenzeiten. Und das ist schon der Hammer. Das ist definitiv heftig. Und ich sehe auch gerade, wie der Coach verliert wieder Zeit zu Centauri. Centauri 2K. Aber Centauri arbeitet sich auch langsam an Chaozu ran, ne? Oder Coach und Centauri, ja, die ziehen ja zusammen los. Nur noch eine Sekunde auf Chaozu. Also das bahnt sich jetzt auch an, so ein Dreierpäckchen dann. Werden wir beobachten. Und Wahnsinn, Sir Arten, gut, Don Italia, abgefahrenere Reifen auf den mittleren, ne? Aber mit den harten Reifen fast 13 Sekunden Vorsprung auf Don Italia. Also von daher kann er da locker den Stint so fahren. Wayne ja, glaube ich, auch bleibt auf den harten Reifen, fährt da jetzt den Stint mit. Platz 6 aktuell. Wichtige Punkte für Wayne, der ist auf dem ersten... Nein, unser Streamerfluch hat wieder zugeschlagen. Ah. Ach Mensch, schade Centauri. Jetzt wissen wir auch, wo er sich den Schaden geholt hat, nämlich da in der Wand. Wohin? Jetzt aber kein Schaden. Nee, Glück gehabt. Ja, da hat er auch Glück gehabt. Ist nicht mit hoher Geschwindigkeit da so ein bisschen reingerasselt. Ah. Ärgerlich. Und Coach natürlich an Centauri jetzt vorbei. Genau, der wird jetzt versuchen, sich an Chaozu ranzufahren.
Und Tango Goes To holt Zeit auf sich. Das waren eben mal 11 Sekunden. Jetzt sind es, na okay, jetzt sind es 8 Sekunden. Holt auch definitiv ein bisschen auf, während ich jetzt mal wieder ein bisschen nach oben schleiche. Ja, ich bleib hier so ein bisschen mit einem Auge immer auf Coach Chaozu, weil ich denke, das wird nicht so lange dauern. Da sind doch große zeitliche Unterschiede eigentlich so in den einzelnen Runden. So, Platz 5, meine Damen und Herren. Dann, was ist das? Was ist das? Unser Chefchen kriegt Besuch von Thompson. Wayne geht in die Box, wechselt die harten Reifen. Und Mago hat es mit Thompson jetzt so langsam zu tun, aber jetzt hat er die Kurve aber deutlich besser bekriegt, der Thompson. Ja, aber Mago viel weniger gute Reifen, ne? Muss auch eher in die Box. Da muss er schon aufpassen. Wow. Alles gut. Jetzt hat es aber hinten sein Heck ausgeschlagen. Mhm. Zu früh aufs Gas. Ich gucke auch, er fährt auch ohne Traktionskontrolle. Da muss tierisch aufpassen. Denn seit Gran Turismo 7 hat sich die Traktionskontrolle auch sehr stark verändert. Selbst wenn du die Traktionskontrolle auf 2 hast, wo der Wagen ja überhaupt bei GT Sport nicht mehr gerutscht ist. Aber hier bei Gran Turismo 7 kannst du selbst bei Traktionskontrolle 2 den Wagen hinten ausbrechen lassen. Okay. Ist so. Zent jetzt aber doch einen Schaden. Front und rechte Aufhängung. Ist nicht sein Tag heute, leider. Schade. Der ist aktuell in der Tabelle auf Platz 9. Aber ich sehe auch, dass Sir Arten huscht in die Box rein. Ich sehe jetzt, Thompson kommt nicht richtig ran. An Mago, an Platz 3, an einem Podiumsplatz. Ja gut, wir wissen von Mago, entweder hört Thompson zu und weiß, chillig, Mago muss sowieso gleich in die Box, also stresse ich mich da nicht. Mago geht jetzt auch rein. Wir sagen und dann wissen wir von Mago auch, aus der, ich glaube, vorletzten Saison, da gab es ja einige Zweikämpfe mit Knopi und die können sich gegenseitig sehr, sehr dick machen, ne? Und es dem Fahrer schwer machen, an einem vorbeizukommen. Jedenfalls Thompson verschlägt es jetzt auf die 2 und wir schweigen jetzt das Rest des Rennens. Wir gehen nur noch auf ihn hier, auf Sir Arden. Ja, eine Sekunde. Ja, aber Thompson absolut mit der schlechteren Reifen. Also Kautschuk ist abgehobelt auf der Strecke. Es wird wahrscheinlich der kürzeste Abstand sein, den wir sehen werden zwischen Platz 1 und 2. Mystic jetzt im Moment auf der 3. Geh mal auf die 6, bitte. Bin schon da. Mago am Chaozu dran und Coach gleich hinten dran. Wow. Bleiben wir mal hier. Ich weiß, dass Chaozu sich fett machen kann. Ja. Oh. Nichts passiert. Da gab es wohl einen Heckklatscher, aber keine Schäden. Aber Coach hat davon profitiert, hat sich direkt zwischen die beiden geschoben. Klar, den Mago ordentlich noch hinter sich am Heck, aber dem Chaozu jetzt eben auch im Heck dran. Wir sind dabei. Wir gucken, warte mal. So, da sehen wir es mal richtig, was hinter Chaozu los ist. Hat sich jetzt auch so ein bisschen behauptet. Oh, Coach jetzt ein bisschen weit rausgetragen. Mago will da vorbei, aber Coach jetzt mit der besseren Innenseite. Ah, ich glaube, Coach hat so ein bisschen Probleme. Die beiden Kurven hatte ziemlich weit außen. Und Mago, wie wir jetzt gesehen haben, ist vorbei. Was Chaozu natürlich wieder den Vorteil bringt. Er gewinnt Zeit. Ich wollte gerade sagen, sieht man ja auch, ne? Jetzt wieder eine Sekunde. Mago arbeitet sich ran, aber hat auch 1,3 Sekunden Vorsprung dann
vorfahren können auf Mago und Coach. Es bleibt auf jeden Fall spannend mit den dreien. Ja. Werfen wir wieder ein Auge nach. Aber schlägt sich richtig gut. Mal gucken, wie es am Ende ausgeht. 17. Runde. Jetzt noch 9. Ja, echt fix, jetzt ne? Noch, ja, heute ist fix. Ja, weil wir auch mal wieder so ein bisschen mehr zu tun haben, wir beiden. Ist einfach so. Und ich glaube, auf Dragon Trail wird es noch interessanter. Ja. Oh, da war ein Freeze für Mago. Wir haben es genau gesehen. Der Freeze für Mago. Ärgerlich. Und dadurch Coach jetzt vorbei. Wir haben es jetzt genau gesehen. Funkenfluch und einmal dieses kurze Aussetzen. Oh, oh, oh. Das ist natürlich jetzt immer ärgerlich jetzt. Cent war zwischenzeitlich in der Box, den Schaden reparieren, ist jetzt wieder mal auf harte Reifen gewechselt. Vielleicht will er Geschwindigkeit machen. Das denke ich auch, ne? Also 25 Sekunden hat er Abstand auf Barniken gerade. Wo ist er? Auf Bett. Oh! Oh, Disconnect. Disconnect für Barniken. Schade. Ärgerlich wieder mal, das Ganze hier. Dadurch jetzt Cent dann auf 11, 21 Sekunden hinter Tango Goes To. Tango Goes To jetzt hier auf der 10, Zetaro jetzt auf der 11. Barniken ist leider raus. Leider. Und ich... Also, sie sind alle nicht so weit auseinander. Wir haben auch schöne Aufnahme hier gerade mal. Da kann noch einiges passieren. Ja, definitiv. Einige gebeutelt heute, muss man echt sagen. Und Chazou hat sich ein bisschen wieder nach oben gekämpft. Und Thompson geht in die Box, sehe ich gerade. Ja, genau. Was wir gesagt hatten, bevor Barniken da den Disconnect hatte, Centauri auf die harten Reifen gewechselt. Der wird, wie du auch gesagt hast, garantiert jetzt von der Leistung profitieren wollen, ne? Ja. Dass er sich da etwas näher ranfährt. Ein paar Punkte noch holt. Das muss man natürlich können, ne? Jetzt auf harte, dann ja. Speed zu machen. So, Barniken ist... nicht Barniken. Sir Arten ist 23 Sekunden weg. Zu Platz 2. Chazou jetzt auf der 3, aber ihr seht es an den Reifen. Oh, was ist das? Thompson ist am Mago wieder dran. Mago mit Reifenmittel und Thompson auf Reifen hart. Und sie nähern sich alle Chazou. Da sind die drei wieder, Lissy. Ja, die drei machen es auf jeden Fall spannend. Sie geben uns ein bisschen Action, dass wir da gucken können. Oh, da hat sich Mago jetzt aber ein bisschen verbremst. Er hat aber Glück, ne? Also ja, hat aber mächtig ganz, Boden ganz, gut gemacht. Ganz nah am Chaozu dran. Na, ah, da kann Thompson nicht ganz mitgehen mit seinen harten Reifen, aber... So, Zweikampf. Zwischen Platz 3 und 4. Oh, und Gras wird auf Thompson geschmissen. Wobei Chaozu definitiv noch in die Box muss. Bei Mago sieht's gut aus. Ja, ich glaube, das war auch der letzte. Für ja, ihn. Mago braucht noch die harten Reifen, glaube ich. Ne? Und Chaozu auch, meine ich. Oh, oh. Aber jetzt hier ein schöner Fight zwischen den beiden. Ich gucke auch nach oben. Ja, wir können hier bleiben. Und Mago wird schon gelistet auf 3. Oh. Oh, Thompson muss da ganz schön kämpfen jetzt. Respekt. Das hat er richtig gut gemacht.
Auf Platz 7, 6 wird es langsam auch spannend. Der Wayne ist 2 Zehntel hinterm Plattfuß dran. Da bleibe ich so. Bin schon da, ich bin da schon bei. So, mal gucken, was Wayne macht. Ob er sich jetzt da mal richtig... Oh, er ist schon dran. Weil Plattfuß jetzt mal so ein bisschen weit nach außen gekommen ist. Jetzt ab hier... Jetzt treffen sie auf die Haarnadel. Oh, was ist los mit Plattfuß? Der schwenkt ja hin und her. So, und Wayne ist dran. Green Flag. Wieso eine grüne Flagge? War da eben was? Da habe ich... Nee, schwenken ja nicht umsonst die grüne Flagge. Aber ja. man ist es ja gewohnt. Die wird ja hier schnell geschwenkt. Ich gucke jetzt gerade noch. Thompson ist nämlich 2 Zehntel auch jetzt. Fast 1 Zehntel nur noch an Chaoso dran. 5-4. Maruja auf der 3. Ja, da können wir hin, weil nämlich Wayne über eine halbe Sekunde. So, da bin ich schon. Und jetzt macht Thompson Druck. Auf Platz 4. Ja, ist doch richtig schön. Ja, ich finde das mal richtig gut. Endlich mal 2 Kämpfe. Aber das ist eigentlich so. Aber das müsste man sich rausschneiden, so als Jingle oder so. Das war, ja. War so schön betont gerade. Perfekt. Ja, mal gucken, was ich machen kann. Dann machen wir so eine. Ja, dann, sehr geil. Dann geben wir das mal. Mago und der fügt das dann als Emoji. Ja. Oh, schön. Könnte man ja bei jedem Abo oder so machen. Oh, das ist ja schön. Wer tritt denn so da den Raum bei? Getreten. Ein neuer Fahrer der Liga, wusste ich noch nicht. So. Thompson ist vorbei an Chazu. Thompson jetzt die neue 4. Aber ihr seht es, Leute, und da biegt Chazu auch schon ab. Aber hinter ihm ist auch was los. Der Wayne klopft immer mehr an. Und da hinten kommt so langsam, aber sicher Mystik auf den Plan. Da ist er schon. Da sehen wir es. Oh, Mystik schon wieder so ein... Ja. Er ist heute auch gebeutelt, ne? Ja. Also Mystic, Centauri auch. Chaoso wechselt Barnecken. Jetzt auch auf die harten Reifen. Damit alle durch, außer Mago. Ich weiß gar nicht. Ja, gut, letzte Woche war ja sowieso, dass hart gefahren wurde. Aber wir erinnern uns an das erste Rennen, Mount Panorama. Da ist Mago auch für die letzte Runde nur rein und hat sich schnell die harten Reifen geholt. Ne? Also wird es da auf jeden Fall spannend. Ich weiß auch gar nicht, wie lange hier der Boxenstopp dauert. Es sind also nur die Reifen sind, glaube ich, nur ein paar Sekunden. Weil Mystic Coach Cent hatten durch den Reifenwechsel am Anfang gar nicht so viel Zeit verloren. So, lass uns mal... Oh, ich sehe was... Nämlich hier. Wayne drückt auf Plattfuß. 21. Runde. Und Mystic okay. Schon wieder 2 Sekunden hinter Wayne. Ja, das also wird wieder ein Freeze gewesen sein. Oh, dann aber Chapeau, dass er so durchhält. 9-8 ist auch spannend. 3 Zehntel ist der Coach hinterm Chaoso. Chaoso lässt, naja, okay, er war ja in der Box, hat jetzt die harten Reifen, drauf. Ja. Und Coach mit Mittel unterwegs, aber wir gucken jetzt hier nochmal auf Wayne, nämlich Platz 5 und 6. Ja, kommt da noch nicht entscheidend ran. Wechseln wir nochmal zu Coach schnell. Chaoso definitiv auch einer der Pechvögel des heutigen Abends, ne? Wenn man sich überlegt, ja, eine gute Quali-Platzierung gehabt, ne? Platz 5, dann den Schaden in der ersten Runde. Leider dann auch auf mittleren Reifen unterwegs gewesen, sonst hätte er den harten Stint ja schon erledigen können gleich. Dafür dann aber wieder trotzdem gar nicht so schlecht mit der Platzierung, selbst wenn Coach jetzt noch an ihm vorbeigehen sollte. Ich bin gerade auf 10 und die 11, jetzt Centauri.
Nach wie vor Sir Arten auf der 1, Don Italia ist die 2, Mago die 3, 3,9 Sekunden Vorsprung vor Thompson, der auf Platz 4 ist. Dann kommt Plattfuß, hat nach wie vor 2 Afterwork Motorsportfahrer hinten dran, nämlich den Wayne auf der 6, während Wayne jetzt mal richtig nah dran ist. Mal gucken, was die. Wir bleiben mal kurz hier. Und Maggi feuert Sir Arten an. Oh, und Sir Arten, das haben wir jetzt nicht mitgekriegt, weil ich auf die ganzen anderen Zweikämpfe gegangen bin. Frontschaden was? Und linke Aufhängung. Ja, also auch einem Sir Arten passiert man Fehler, aber... Scheiße, dass wir keine Wiederholung haben. Kruzifix nochmal. Ja, das ist wirklich richtig, richtig kacke. Aber Entwarnung an alle Fans. Es wird euch überraschen, er hat doch einen leichten Vorsprung von, sagen wir, 28 Sekunden. Auf so. Don Italia. 5, 6, 7 geht jetzt mal richtig ab. Und Sir Arten geht in die Box. Mal gucken, wie viel Zeit dann ist zu Platz 2. Vielleicht macht er es nochmal ein bisschen spannend jetzt. Ich bleib drauf. Nein, aber das glaube ich nicht. 28 Sekunden, das ist... Nee. Raucht nicht so viel. Nein, Quatsch. Oder war das eben das Klacken, keine Zigarette? Okay, es war was zu trinken. Okay, ich hör's. Ja, musst du erstmal schlucken. 10 Sekunden knapp hat er jetzt noch Vorsprung zu Don Italia. Also 18 Boah, Sekunden. Die schenken sich hier nicht. Platz 5, 6 und 7. Alter Verwalter. Mal richtig gerade jetzt wieder richtig schön im Bild gehabt. Der Wahnsinn. Plattfuß jetzt mit ein bisschen Luft, die er jetzt schon wieder verliert gegenüber Wayne. 23. Runde. Was macht Chazu? Ja, hat sich auch jetzt ein bisschen Luft verschafft. Jetzt können wir auch hier bleiben, Lissy. Ja, Entwarnung an Maggi, ne? Also 10 Sekunden Vorsprung. Don Italia ist auf harten Reifen unterwegs. Rennt schon ja. Nägel kauernd durchs Zimmer. Genau. Scheiße. Läuft schon Teppichfurcht. Ja. Das erinnert mich gerade an SpongeBob, wie er auf den Nägeln kaut. Okay. Bevor wir... Ja, okay. Ja, das hat... Na, oh, ich höre hier richtig recht Reifen quietschen. Aber hier in der Passage kommt Wayne immer wieder an Plattfuß dran. Ich habe natürlich noch den Blick auf Mago. Mhm. Denn er muss ja, glaube ich, laut das, was du gesagt hast, natürlich noch auf Reifen hart. Während jetzt... Alter. Ihr seht es, meine Damen und Herren. Die geben sich jetzt mal hier richtig die Kante. Ja, richtig, richtig schön, ne? Während Plattfuß jetzt wieder so ein bisschen Zeit gewinnt. Können wir auch kurz... Damit ihr es mal seht. Mal der Blick nach hinten. Und jetzt... Knabbert sich Wayne wieder richtig dran. Die Kurve kriegt er deutlich, deutlich besser. Denn ihr seht es, Plattfuß ist auf Reifen hart. Boah. Das ist die gerade. Ich gehe in die Großeinstellung schnell. Oh, Junge. Wir müssen ja, ja. Nebeneinander. Da kommt die Kurve, Jungs. Nehmen wir ihn in die Zange. Die machen jetzt im Moment die V-Formation, um am Plattfuß vorbeizugehen. Heftig, ne? Also, ja, doch, Formationslauf. Was hat denn Wayne? Reifenmittel. Und Thompson. Ja. So, 24. Runde. Jetzt müssen wir so langsam blicken. Nicht, dass wir wieder. Ich habe letztes Mal den Zieleinlauf so ein bisschen verpasst. Denn Chazu. Und. Oh. Wayne noch nicht vorbei an Platz 5. Ganz heißer Kranz. Tanz hier.
Sir Aten gerade auf einer Purple-Zeit unterwegs, hat auch die aktuelle schnellste Runde bei einer 2:12.232. Hi, Marv. Hallo, Marv. Also Plattfuß muss sich mächtig erwehren hier. Ist sonst noch jemand eng zusammen? Oh, ich sehe es. Sag's nicht. Coach Chaoso sind auch enger zusammen, aber nicht so eng. Definitiv okay, nicht. Okay, dann gehen wir wieder hier hin. Schreib nicht, spring das nach Hause. Wir haben heute einige Freezes, die wir auch im Stream gesehen haben. Ja, heute war es richtig böse. Sollen wir Plattfuß jetzt nicht gönnen, dass er anfängt, hier zu springen? Das würde ihn mindestens 2 Plätze kosten. Ei, mal so eine kleine Berührung jetzt zwischen den drei. Ja. Die kommen an ihn nicht vorbei. Plattfuß macht sich richtig fett mit seinen Reifen hart, wenn die beiden hinter ihm auf Reifenmittel unterwegs sind. Hallo, Fussi. Ab geht er. Jetzt werden sie wieder näher kommen. So, gleich jetzt wieder auf Startziel. Mal gucken, ob sie da wieder ganz eng zusammenkommen. Erstmal durch das Geschlängel hier, durch die Schlange. Bin ich ja mal gespannt. So, Mago rauscht in die Box. Ich bleib auf Mago. 4. Wäre ja auch ein Ding, wenn er jetzt genau zwischen dieses Päckchen auch rauskommt. Er kommt zwischen den Päckchen. Ei, nicht aufgepasst. Boxenlinie. Oh, das wird sich dann gleich in der 25. Runde auflösen, hier zwischen den Vieren. Ach, ja. Du heilige Sack. Plattfuß 4 jetzt. Jetzt Mago 5. Uiuiui, schubst euch da jetzt nicht 3. Sag mal, was machen die? Ja, ich weiß es auch nicht. Was ist los mit euch? Seid lieb zueinander. Ich hab nicht so viel Farbe. Oder die formatieren sich. oder die machen jetzt für Aufnahmen. Komm, lass uns mal 3 so, nebeneinander. Ja, doch. Genau, ne? Schicke Rennfotos vom genau. Team. Entwarnung auf jeden Fall. Mago, die 3 Sekunden, das wird ihnen den Platz 7 nicht kosten. Chaoso ist 13 Sekunden hinter ihm. Wir gehen nochmal ganz schnell durch zur Arten 2. Donitalia. Zur Arten 1, Donitalia 2, Thompson jetzt die 3, haben wir alles gesehen. Plattfuß, der jetzt eine Sekunde Luft hat. 4, Wayne 5, Mystic 6, Mago 7, Chazoo die 8, Coach die 9, Tango Goes 2 die 10 und Centauri die 11. Und leider hatte Barneken ein Disconnect. So, und sie sind wieder an Plattfuß dran. Jetzt müssen wir langsam aufpassen, denn... Ja, Sir Aten ist jetzt in der letzten Runde, macht gerade auch schon Lichthupe. Wir sind ja gar nicht auf ihn, soll er machen. Soll er machen, ja. Denn hier spielt gerade die Musik. 21,802 Sekunden Vorsprung auf Don Italia, was ein Brett. Hallo Kaliber. Hallo Kaliber. Plattfuß rettet sich hier schon um Runden und die kommen ihn nicht an ihn ran. Wir müssen natürlich aufpassen auf Sir Aten, wenn der dann wohl drüber geht. Weißt du, wo er ist? Ja, ne? Ja, ja, sicher. So, letzte Runde für die 3. Und Kaliber schreibt auch, Plattfuß kämpfe. Das macht er schon die ganze Rundenzeit. Er macht sich echt breit und er ist auf Rennen hart, während seine Kontrahenten, die hinter ihm sind, auf Reifenmittel sind. Sir Aten, die schnellste Runde, ne? Siehst du, das habe ich jetzt ganz unterschlagen. Ah, da ist ja unsere 2:11. Und da ist die 11er Zeit, die er angekündigt hat. Alter, super. So! Wahnsinn! Du weißt, wo Sir Aten ist, ne? Ich weiß, wo Sir Aten ist, ja. Wayne wollt jetzt gerade mal vorbei und ich glaube, er will auch noch vorbei. Der will noch vorbei. Ist das Dreieck ganz links, was jetzt nach oben fährt. Okay, danke. Hab ich im Blick. So. Alter. Und Plattfuß. Wayne, Mystic sind an Plattfuß vorbei. Im Zweierpack.
Da sind sie vorbei. Da musste Plattfuß. Ihr seht's, aufrennen hart. Einmal auf die 1, geht jetzt in die letzte Kurve. Gut. Danke dir. Bitteschön. So. Platz 1, da steht jemand. Sir Arten, Glückwunsch. Jetzt nicht verpasst. Da kommt Donitalia auf Platz 2. Cent ist dann auch abgewunken. Der hatte vor Startziel gestanden. Dann nur drauf gewartet. Ne? Genau. Da wird nochmal... Und Donitalia, Platz 2. Da kommt er. Geht jetzt über die Ziellinie. Thompson, die 3. Glückwunsch von uns. Ja, da auf jeden kommt Fall. Der Kämpfer. Da kommt der Kämpfer. Er hat es noch geschafft mit seinem Teamkollegen Mystic. Platz 4, Wayne. Platz 5, Mystic. Platz 6, Plattfuß. Mago, die 7. Hat sich das ja so ein bisschen verscherzt. Shazu, die 8. Coach, die 9. Und Tango Goes to die 10. Kommt jetzt auch gleich rum. Dauert noch ein bisschen. Und der weiß ganz genau, dass er jetzt im Bild ist, meine Damen und Herren. Er macht auch schon die Lichthupe. Damit Thompson auf Platz 3 der aktuellen Tabelle. Macht jetzt nochmal richtig links, rechts, links, rechts. Lässt sich auch Zeit. Timchen, du fährst jetzt rüber. Showman. Ja, ne? So, gut gemacht. Ist auch eine Rückwärtsvariante, dann sollte man auch rückwärts rüberfahren. Also genau. Alles richtig gemacht. Da sehen wir es nochmal. Und jetzt ist eigentlich noch so ein bisschen die Nachlaufzeit. Ja, dann können wir nochmal schnell durchgehen. So, da ist der Gewinner. Wird jetzt richtig auf der Tabelle abhauen. Dann Donitalia, die 2. Thompson, die 3. Wayne, die 4. Mystic, die 5. Plattfuß, die 6. Ich lade ein. Ja, die ersten 3. Und Wayne noch mit rein. Bitte. Mago, die 7. Shazu und du, ja, okay. Shazu die 8, Coach die 9, Tango nochmal die 10 und Centauri. Ein paar Pechvögel heute dabei. Mit dem Freeze und den Disconnect. Ja, definitiv, ne? Oh, Thompson ist schon da. Mit dem Disconnect. Wolltest du noch einen drin haben, weil du eben so gesagt hattest? Eigentlich müssten wir Mago mit reinholen. Eigentlich müssten wir Mago mit reinholen, was er da gemacht hat. Machen wir. Tom, was zum Geier machst du hier? ich bin back, Alter. Zweites Podium. Ach ja, stimmt. Du warst ja da, ja, stimmt. Ja, da ist er da. Ich dachte, das wäre alles der Platz weiter gewesen. Mach da einen auf dicke Eier, also 5 Sekunden weg immer und dann... Ja, weil ich gefühlt das halbe Rennleiter den Mago hinter mir hatte. Also euch beiden holen wir jetzt öfter. Gefühlt, das halbe Rennen hatte ich Mago vor mir, Alter. Das ist viel schlimmer als hinter ihm. Wie geil. Was ja, richtig geil. Ja, Donitalia. Ja. Ich übersetze, Glückwunsch. Ja, danke, danke. Ich hoffe, es kommt noch Sir Arten. Wayne und Mago haben wir auch noch eingeladen, weil Mago da noch ein dicker, fetter Patzer passiert ist. Ja, wie war's Rennen, Donitalia? Ja, scheiße, weil, keine Ahnung, weil die Reifen, also der Aston ist nicht mehr so der Aston, wie der mal früher war. So wie bei GT Sport, ne? Auf jeden Fall, ja, genau. Also so Kurven fahren, alles gar kein Problem, aber irgendwie mit dem Reifenverschleiß. Also meine waren nach 8 Runden weg, meine Mediums. Das haben wir gesehen. Kein Dingens mehr vorne. Und wenn ich gesehen habe, hier Mago ist, glaube ich, 14 Runden gefahren oder so mit Mediums, kann das sein?
Habe ich das richtig beobachtet? Oder ist der Ja, doch. das könnte Der durchaus ist auf sein. jeden Fall ein bisschen Der ist länger, ja. 13, 14, ja, der ist 13, 14 Runden gefahren mit mir. Das wäre mit meinem niemals, da wären alle blank gewesen bei mir. Glaube ich. Das haben wir also. Glückwunsch, Arten. Ja. Dankeschön. Hallo, grüßt euch, Nabend. Naven, Hi. Glückwunsch. Also, wir haben ja gesehen, du konntest ja mit den Reifen, also es war Wahnsinn, wie du die geschont hast. Ja. Und dann die Zeit noch hingeballert hast. Ja, ich habe es so gut wie möglich versucht. Aber die Pace vorne gar keine Chance, Alter. Also nicht schlecht mit Audi und Arten in Kombination. Ja, nur mal kurz gesagt, also viele, also manche fluchen über den Audi bei GT7 und manche lieben ihn. Ja, wenn man weiß, wie Ganz man fahren muss, komisch. dann scheint er gut zu sein. Also ich sage mal, ich bin ja auch schon oft mit denen gefahren und ich war eigentlich so ganz zufrieden. Ja. Na? Also, ja, Sir Arten, sag was. Ob ich den Audi mag? Ja, ob du den Audi magst, ja. Anscheinend glaube ich schon. Ich sag mal so, ich finde persönlich, ist aber auch nur meine persönliche Meinung, zu einem brutalen OP-Auto wie jetzt in GTS, Aston oder Corvette, fehlt dieses, dass es jeder fahren kann. Das, was ihr gerade meintet, dass man, der eine mag diesen Fahrstil, der andere nicht. Der Ja. ist sehr, sehr schnell, also wirklich sehr gut zu fahren auch, aber er ist halt irgendwie anders zu fahren. Und du musst deine Fahrweise schon an das Auto anpassen, finde ich jetzt persönlich. Ja, ist aber so, Ist tricky, sage man mal so. Aber ich stehe auf Herausforderungen, sage ich jetzt mal so. ja, man sieht Deswegen habe ich mich das. da ja auch. Man sieht Deswegen habe das. ich mich ja auch dafür entschieden. Ich sehe gerade, Thompson ist hier. Thompson, Baby, Ja, hallo. wir wollten auch Thompson gerade sagen, Ich die beiden schneiden hier wollte den rein und eben machen schon hier gleich Alarm. rausschmeißen. Ich wollte den schon rausschmeißen eben wieder. Oder reinkommen. Alter, ich hab eine Woche lang von deinem Arsch geträumt, dann hatte ich heute die Ehre, zwei Ja! Runden ihn wieder zu sehen. Hast du meinen Warnblinker gesehen? Nee. Oh, schade. Du warst ja kurz Zeit hinter mir. Schade. Ja, Mann, das war Okay. cool. Wie gesagt, Ja. Thompson, wie war's Rennen? Geil, ja, von sieben dann vor auf drei. Stefan hatte halt enorme Probleme mit den Reifen, also das ist ja schon das angesprochene Thema gewesen mit dem Reifenverschleiß. War kurzzeitig ein bisschen bockig, weil er hat mich ja in 5 Runden oder so aufgehalten, da habe ich schon irgendwie so ein bisschen die Plätze flöten sehen. Wollte dann aber auch nicht irgendwie unnötig reinstechen, aber es war dann immer, immer krasser mit dem Verschleiß bei ihm. Plus, dass die Jungs dann vom Aston her entschieden haben, dass sie eigentlich noch ein bisschen früher reingehen. Und ja, da ist ein bisschen Zeit liegen geblieben, aber letztendlich war jetzt die Lücke Also das war zu nicht meine Don. Entscheidung, Alter. Das hat mir der Reifen gesagt, Alter, dass ich rein soll. Ich Ja, wollte nämlich jetzt. 9 Runden fahren, aber das hat nicht Jordan, geh funktioniert. rein. Ich weiß, aber das war halt so ein bisschen, also so viel hat es jetzt, glaube ich, nicht gekostet, aber war dann schon ganz schön krass, wo ich dabei Stefan hinten drauf hing. Wenn man jetzt rückwirkend guckt, wie jetzt Donny weg war, der hätte wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Gas geben können, weil wir sind, glaube ich, alle am Ende dann auch das Rennen entspannt zu Ende gefahren. Hätte es aber noch mal spannend werden können, vielleicht mit Don, aber ich glaube eher weniger, weil, wie gesagt, stand jetzt auch nicht so im Saft. Ich muss zu der Audi-Debatte Folgendes sagen, ich fahre den eigentlich sehr gerne, bin aber vorher auch nicht wirklich viel, also ich hatte ja GT7 deinstalliert, weil mich das ein bisschen angepisst hat alles mit den Bugs und ganzen Dreck. Bin jetzt erst wieder sozusagen fast reingestartet. Und der einzige eklige Moment, den ich mit dem Audi jedes Mal habe, wo ich auch noch nicht so richtig weiß, wie ich den da meistern soll, ist in diesen roundabout 80 km/h-Kurven so. Also immer, wenn es langsam wird, weil dann fängt er wirklich an, sich so reinzuziehen. Das hatten wir in Bratwurst schon da, in dieser Ja, da Bergaufkurve. kann ich auch was von Genau, sagen. und Letzte das ist Woche. eigentlich die einzige Stelle so, wo er mir nicht ganz Gehör ist. Ansonsten finde ich, die Karre geht, macht Spaß. Ja, schade, dass Wayne hier nicht reingekommen ist, denn Platz 4, 5 und 6 haben sich noch einen mächtigen Fight geliefert und Mago, der hätte auch noch den vierten Platz erreichen können, aber er ist wo er aus der Box rausgefahren ist, über die Linie. Hat sich dann eine 3-Sekunden-Strafe geholt und hat dadurch mächtig Plätze verloren. Aber wenn ihr euch den Stream anguckt, könnt ihr das sehen. War ja lange Zeit auf Platz 3. Na, aber die Ja. kommen beide nicht rein. Aber ich habe eine Frage noch an Ja. Arten. Als du im ersten Stint, du bist doch auch mit Mediums gefahren, ne?
Medium hart, Ja. medium, ja, bin ich gefahren. Ja, hast du da irgendwie so ein komisches Gefühl, dass die irgendwie nicht. Boah, bei mir war das, als wenn ich auf hart gefahren wäre, erstes Stint, Alter. So, ich keine Ahnung, das kam irgendwie Okay. voll komisch Nee. rüber alles. Mm-mm. Na gut, okay, dann war das Nee. irgendwie. Ich habe halt Okay. versucht, so reifenschonend wie möglich zu fahren, weil der erste Stint immer extrem auf die Reifen ging, auch beim Ja. Audi. Aber ich höre raus, nicht ansatzweise so wie bei euch beim Aston. Nee, Alter, vorne links war nach 8 Runden runter. Also hatte ich dann, also im ersten Stint, im zweiten Stint mit Mediums, wo ich dann weniger getankt habe für die 8 Runden, so, da hatte ich noch ein bisschen übrig, so, aber nee, das. Also Ja, es war genau. schon ein krasser Unterschied. Man hat Bei es den Jungs war gemerkt. wirklich ab acht war der Reifen tot und ab fünf haben die schon richtig Ich Zeiteneinbruch gehabt. wollte ja eigentlich drei Medium-Stints fahren und dann zwei Runden mit Hart nur, aber da habe ich mir gedacht, nee, lass das, Alter, so, dann fahre ich lieber mit Hart durch und fertig. Nun Habt ihr denn, gut. Ja, achso, ja. Lisi, habt ihr denn meine Rasenaktion gesehen? Deine Ja, du bist einmal Rasenaktion, war ausgeritten, ne? das die mit Irgendwo. dem Schaden? Siehst du, da wollten wir doch noch fragen, was da passiert ist. Ja, ich könnte ja jetzt sagen, mich hat es im Quali gejuckt, dass wir die Elfer nicht geknackt haben und wollte die Elfer nochmal holen. Aber es war definitiv nicht der Fall. Es war ein Moment, der, wie soll ich sagen, ich habe aufs Handy geguckt, Boah, einfach hast du es fast super dumm. weggehauen, oder? Ja, Es war super. super dumm. Ich wollte Der wissen, wie ist viel Uhr wir haben. jetzt. Wie kann man so blöd sein? Ich hab sogar noch gesagt, Das kommt ins wo wir Buch. gesehen haben, dass du noch in die Box gefahren bist, so, ne? Dass du jetzt noch eine da hinlegen willst, eine Runde, ne? Hab ich nur zu den Jungs gesagt, so, hey, nicht, dass er das Auto jetzt wegschmeißt, als er dabei ist, so, weißt du, ja. Ich habe es Das vorher war's aus dem. weggeschmissen, ich Vollidiot. Ja, gut. Sir Arten, du musst da den Maggi noch beruhigen. Der hat auf einmal dann auch im Chat Ja. leicht Der hat eins das bekommen. P in den Augen Ja, gekriegt. ja. Oh, wei, oh, wei. Wir hatten Okay. nur den Schaden dann gesehen. Das waren so viele Zweikämpfe, wo wir dann drauf achten mussten. Dann sagte ich nur, ja, er hat einen Schaden. Und Mari Gut, ihr Ja. Lieben, schön, dass ihr da wart. Ja. Wir sehen uns nächste Woche auf Dragon Tree Dragon Gärten Trail. und das wieder rückwärts. Nee, nee, gar keine Gärten, nicht Gärten, Ach nee, nicht normale. Gärten, sondern Küste. Küste. Sorry, sorry, Rückwärts aber. Küste. Rückwärts. Wir werfen euch Ja. die Fischbrötchen zu. Ja, perfekt. Eine harte Oh, da hat Schikane jemand am Bock drauf, Stunde. ich denke. Oh Gott, da war ja was, gell? Fischbrötchen, Ja, ja, stimmt. genau. Die Aber Fischbrötchen. ist Dragon die Trail ist ist ja geil, so Alter. rückwärts, das ist einfacher. Rückwärts, ja, Ich sagen, rückwärts ist nicht so rückwärts, schlimm, glaube ich, ne? ja. Nee, Ja, nee, die Schikane ist nicht so schlimm, ne? wir werden sehen. Oh. Ja, andere haben trotzdem noch Albträume davon, Ja. ne? Nun gut. Habt noch Ja, einen gut. schönen Abend. Ja, danke Ja. gleichfalls. Bis nächste Ja. Woche. Und Gute bleibt Nacht später. Macht's gesund. gut, Gute Männer. Nacht. Ciao, Lieben ciao. Gruß an die TTXler. Tschüss. Ja, Tschüss. ciao, Adam. Grüße gehen raus. Tschüss. So, Lissy, was liegt noch Ja. an diese Woche mit Afterwork Motorsport TV? Ich glaube, Ach. ja, liegt noch Ich was weiß an? nicht, hast du NSL am Wochenende? Nee, die NSL hat Pause und wie ich dir Ach so. vorhin schon erzählt habe, ich muss fahren. Und zwar die Stimmt. Karthalle Wittlich. Die macht ein Genau. 16-Stunden-Event auf Mount Panorama. Und ja, das wird so stimmen. Also da sind auch wieder richtig viele mit bei, also war schnell ausverkauft das Ganze. Ja. 2 Stunden Stint werde ich dann da fahren. Ja. Und zwar bis zum Morgengrauen. Nein, Quatsch, von 22 Uhr bis 12 ist mein Stint. Ja, Drücke ich dir ganz ist. fest die Daumen, ne? Ich feiere Geburtstag, meine Tochter hat Geburtstag. Ah! Ja. Hat Margot noch einen Stream jetzt am Wochenende? Mago hat auf jeden Fall. Saarlandliga, ne? Müsste es sein. Nee, Saarlandliga ist Oder GT Ende Sunday des Cup? Monats. Genau. Sunday Cup, also von daher Mhm. ist die Woche wieder sehr kroatienlastig dann bei uns. Ja, genau. Mit Sonntag Sunday Cup, 20 Uhr, Dragon Trail Küste. Montag dann die AWM Trainingslobby mit Mago, gehe ich von aus. Richtig. Und Dienstag die 15 Racing Trainingslobby, auch Kroatien. Und dann Mittwoch Wir wir beide Mittwoch. wieder Liga Genau. 1. Da freue ich mich sehr. Ja, ich mich auch wieder. Gut, erstmal vielen Dank für die neuen Abos. Dankeschön auch Lissy. Kann ich Ja, jetzt sehr auch gern. persönlich. Und auch wieder vielen Dank für die neuen Follower. Wir beide sagen jetzt Tschüss. Macht es Ja. gut, bleibt gesund und bis nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.